Diese Frühstücksmuffins musst du unbedingt probieren. Gib dafür 400 Gramm Hartweizengrieß in eine Schüssel. Dazu kommen außerdem 30 Gramm Backpulver sowie 32 Gramm Vanillezucker. Und diese trockenen Zutaten wollen wir jetzt erst einmal ein wenig miteinander verrühren, bis wir danach dann zu den weiteren Zutaten kommen. Dort haben wir 500 Gramm Naturjoghurt. Außerdem brauchen wir noch zwei Eier, die wir hier ebenfalls mit in unsere Schüssel geben. Und dann können wir den Teig auch schon verrühren. Verrühre es jetzt so lange, bis eine glatte Masse daraus entstanden ist. Zu guter Letzt wollen wir noch Früchte mit in unseren Teig geben. Hier kannst du Früchte nach Wahl nehmen. Ich habe jetzt hier einfach Pfirsiche genommen, die ich etwas kleiner geschnitten habe. Die werden hier jetzt allerdings nur vorsichtig untergehoben. Wenn alles miteinander vermischt ist, dann kannst du schon in Muffinförmchen geben. Da der Teig hier nicht sehr hoch kommen wird, kannst du sie fast bis oben hin füllen. Und wenn sie dann gefüllt sind, dann können sie auch schon in den Backofen. Diesen solltest du bei 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt haben. Und so kommen die Muffins jetzt für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Und am Ende hast du dann die perfekten Frühstücksmuffins, die wirklich lecker schmecken und zudem auch noch locker leicht sind und dank der Früchte eine fruchtige Note haben. Wenn du noch nach einem Kuchen mit Früchten suchst, dann solltest du dir unbedingt unser Mandarinen-Streuselkuchen-Rezept anschauen. Ich verlinke es dir jetzt hier an dieser Stelle. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.